Ja, guten Morgen und herzlich willkommen hier zur gemeinsamen Pause von LiveNet mit dem LiveNet-Team und natürlich auch mit weiteren Gästen, die da mehr oder weniger regelmäßig immer wieder auch mit uns ein wenig einen Break genießen. Man soll ja immer wieder mal auch im Homeoffice Pause machen und deshalb wunderbar für alle, die sich jetzt die Zeit genommen haben. Ob irgendwo draußen, in der Jacke, so wie ich, oder drin, wie der Bernhard Mössner zum Beispiel, der sitzt an der Wärme im House of Prayer in Basel und er ist heute Morgen unser Gast hier in der gemeinsamen Pause. Das Gebetshaus in Basel und der Bernhard kann gerne selbst kurz ein paar Worte noch sagen zum Hop, also nicht Hope, ein E fällt dort bewusst, also das heißt wirklich Hop, House of Prayer in Basel. Sag uns doch noch ein paar Worte zum Hop. Genau, guten Morgen zusammen, guten Morgen zusammen. Ja, HOP oder House of Prayer oder eben HOP Schweiz, dass wir so wirklich auch die Schweiz und darüber hinaus Menschen einladen, wirklich zum Gebet und einfach zur Anbetung. Ob es hier in unserem Gebetshaus ist oder auch sonst wo, das ist unser Herzensanliegen, einfach in diese Beziehung mit Gott zu treten. Und wir haben momentan die Öffnungszeiten trotz Auflagen und Schutzkonzepten und allem natürlich können wir offen haben. Da sind wir sehr dankbar. Von Mittwochabend, Donnerstag, Freitag, Samstag um die 50 Stunden, alle mit Masken. Aber auf der Bühne singen wir. Wir haben ein paar professionelle Sänger auch und es ist ein Vorrecht, einfach da in Anbetung und Gebet auch immer wieder einzutreten, auch und den Herzschlag Gottes darin zu hören. So Genau. ist es spannend, da unterwegs zu sein, ja. Ja, viele sehnen sich ja danach, oder, dass das auch im Gottesdienst wieder bald möglich ist. Und genau, da ging ja auch Anfang Woche eine Forderung raus. Und schauen wir mal, wie der Bundesrat jetzt dann heute entscheidet, wie das da weitergeht. Aber das ist ein anderes Thema. Bernhard Mössner, wir haben da natürlich jetzt ein paar Minuten etwas anderes im Fokus, nämlich du nimmst uns in eine Geschichte der Bibel oder ein Thema, das dich im Moment beschäftigt. Die Bühne gehört dir sozusagen. Bernhard, Dankeschön. Super. Ja, ich habe so bewegt, was soll ich euch einfach mit hineinnehmen? Und was mir so ganz spontan dann ins Herz hineingefallen ist, ist so das Wirken des Heiligen Geistes mal von einer Seite beleuchten, die wir schon wissen. Aber gerade auch jetzt in dieser Lockdown-Zeit, wo wir immer wieder auch doch für mehr Zeit haben, zum Gebet oder zur Ruhe zu kommen, aus einem Alltagstrott heraustreten. Ich glaube, da ist immer wieder auch nochmal neu dieses in Beziehung treten mit einer Person. Vater, Sohn, Heiliger Geist, Teil dieser Dreieinigkeit. Und so das Wirken des Heiligen Geistes, wo oftmals die Charismen, die Geistesgaben beleuchtet wurden, Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit, Heilung. Und das ist super, diese Charismen. Und dadurch wächst die Gemeinde, das macht das Leben so lebendig auch. Aber so eine Stelle, die mich immer wieder prägt, auch wenn ich meditiere, wenn ich im Gebetsraum mir Zeit nehme, ist aus Offenbarung 19, Vers 10b, also so das Ende, der letzte Teil von diesem Vers. Und das heißt, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Das Zeugnis von Jesus, the testimony of Jesus, das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Prophetie oder Weissagung. Das heißt, so der Geist Gottes, der ja die Prophetie freisetzt in uns. Sein Haupt freisetzen ist das Zeugnis von Jesus in uns. Und da dürfen wir uns immer wieder auch bitten und sagen, Heiliger Geist, mach mir Jesus groß, zeig mir Jesus in seiner Fülle, in der Fülle seines Erlösungswerkes, in dieser Vollkommenheit, in dieser Schönheit. Und da ist mir diese verschiedenen Verse, wo Jesus auch darüber lehrt, über den Beistand, den Heiligen Geist. Und dort heißt es ja, er wird euch an alles erinnern, was er euch gesagt hat in Johannes 14. Er wird euch alles lehren, alles erinnern. Diese Worte von Jesus, die Bergpredigt. Das heißt nicht, ich muss sie nicht mehr lesen, sondern ich lese diese Worte und oder wir lesen, meditieren über diese Worte und dann einfach den Heiligen Geist bitten, mach mir Jesus darin groß. Jesus sagt in einer Stelle, die mir auch aus dem Johannesevangelium die letzte Zeit
sehr ins Herz gefallen ist, wo es heißt, dass wir eigentlich in den Schriften lesen und es sind die Schriften, die von mir zeugen. Es ist Johannes 5, 39. Er erforscht die Schriften, denn er meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen, eben das Zeugnis von Jesus. In den Schriften, sei es Altes Testament, Neues Testament, wenn wir in die Bibel eintauchen, Jesus zu finden. Wie diese Emmaus-Jünger, sie waren mit Jesus auf dem Weg und er hat ihnen die Schriften geöffnet, von den Propheten, von Mose und den Propheten. Und es hat Klick gemacht. Plötzlich haben sie beim Abendmahl, als er das Brot mit ihnen gebrochen hat, haben das gar nicht erst vorher gemerkt, haben sie gemerkt, Klick, das ist ja Jesus. Der ist mitten unter uns, dieser auferstandene Christus. Und ich glaube, das ist das, wo uns Jesus immer wieder neu nochmal mit hineinnehmen will. In dieses Klick, in dieses, es bricht das Brot. Es bricht wie die Decke vor unseren Augen weg und wir begegnen diesem Auferstandenen persönlich. Und wenn wir da weiter lesen, was Jesus eigentlich über das Werk vom Heiligen Geist tut, heißt es ja auch in Johannes 15, wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Eben dieses Zeugnis von Jesus in uns lebendig. Und wenn es in uns lebendig ist, fließt es durch uns durch. Dieses Zeugnis, wo einfach durch uns sichtbar wird auch, wo wir Menschen begegnen. Und interessant auch, was dieses Werk vom Heiligen Geist ja auch noch ist. Und da sagt Jesus auch noch in Johannes 16 darüber. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt spricht vom Kosmos, spricht eigentlich von jedem Menschen. Also hat Gott die Welt, den Kosmos geliebt. Er wird sie überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Ups, als ich das vor Jahren zum ersten Mal so meditiert habe, dachte ich zuerst, oh, von Sünde, klar, was habe ich alles falsch gemacht? Von Gerechtigkeit, man hat es plötzlich aus einer eher negativen Perspektive gesehen, geht man aber tiefer in das hinein, wie Jesus das dann beleuchtet danach. Von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht merkt man, wie diese Erlösung, wie dieses Erlösungswerk von Jesus dahinter steht, mit einer ganz neuen Perspektive auch für die Welt. Er ist daran, in unseren Herzen was zu tun, aber an jedem Menschen. Dieses Werk des Heiligen Geistes, wo auch wieder dieses Zeugnis von Jesus schlussendlich freigesetzt wird, dass Menschen die Augen geöffnet werden. Das heißt dort nämlich von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Es geht nicht von Sünde, was wir alles falsch gemacht haben oder was Menschen falsch gemacht haben, sondern zuallererst außerhalb dieser Liebesbeziehung mit Gott zu sein und da hineingeladen zu werden, zu merken, ich lebe ja ohne diesen Gott, der mich geschaffen hat, der mich liebt, der eine Bestimmung für mein Leben hat, wo ich ein Sohn, eine Tochter sein darf. Oder eben auch, er überführt von Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe. Warum geht er zum Vater? Weil er alles vollbracht hat, weil in ihm wir die Gerechtigkeit Gottes sind, weil er am Kreuz alles auf sich genommen hat, damit wir in diese Freisetzung hineinkommen. Es ist so eine frohe Botschaft, eigentlich Menschen hineinzuführen, zu sagen, wow, er hat alles vollbracht, deswegen ist er jetzt beim Vater, aber er wohnt auch in uns durch den Heiligen Geist. Dieses Zeugnis von Jesus wohnt in uns. Und dieser dritte Punkt, was auch wieder so eine frohe Botschaft ist, die der Heilige Geist vermittelt und auch wo wieder dieses Zeugnis von Jesus für mich so durchkommt, ist vom Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Und das ist so auch eine frohe Botschaft zu wissen. Wir haben diesen wunderbaren Gott, mit dem wir unterwegs sein dürfen, wo alles besiegt hat, den Tod besiegt hat, Krankheit besiegt hat. Gerade in einer Zeit, wo so viel Angst auch herrscht, wo Unsicherheiten da sind und wo Menschen auch so Fragen sind, auch da hinein auch dieses Zeugnis von Jesus zu führen. Er ist diese lebendige Hoffnung. Er ist dieser Friedefürst. Er bringt diesen wahren Frieden in unsere Herzen. Und das ist das, wo Gott uns mit hineinnehmen will. Das Wirken des Heiligen Geistes. Er ist an jedem Herzen dran zu wirken. Ob er schon gläubig ist,
Jesus spricht da sehr viel, der Heilige Geist ist, tut dieses Zeugnis in euch. Er ist der Beistand, er ist der Tröster, er hilft euch, er erinnert euch. Und früher habe ich das oftmals nur gekoppelt mit uns Gläubigen. Aber es ist für jeden, der Jesus noch nicht kennt. Er erinnert, er klopft an, er ist daran zu überführen. Und eben dieses Wort überführen ist ja auch zuallererst, ups, von was überführt er? Aber was für ein Geschenk, dieses Ausrichten, Gericht. Früher interessant auch, die ersten Kirchenväter haben, wenn sie über Gericht gesprochen haben, oder auch dieses immer mit Ausrichten gehabt. Und es war immer auch ein heilendes, es war immer so ein Bild, Gott als ein Arzt, der eine Diagnose macht. Wo ist die Krankheit? Wo ist das Übel? Um dann heilend hineinzugehen. Später auch kamen andere Lehrer, Reformation, wo so viel Gutes herauskam, aber auch oftmals manch einer dieser Reformatoren einen Jura-Blick, einen juristischen Blick dahinter hat, die Gerichtssäle Gottes. Plötzlich kam das hinein, Gericht, richtig, falsch und dieses Heilende, Wiederherstellende plötzlich irgendwie verloren geht. Das Werk vom Heiligen Geist, wo er in uns tut, aber auch uns mit hineinnehmen will, zu glauben und auch Teil sein zu dürfen, er ist dann Wiederherstellen. Er ist Menschen hineinzuführen, kommt in diese Liebesbeziehung hinein. Diese frohe Botschaft, wir ausgerüstet mit dem Heiligen Geist, auch mit diesem Zeugnis von Jesus in uns tragend, das setzt so viel frei. Wir sind eingeladen an dem Wirken Gottes, wo er schon dran ist mit Leuten, wo er schon Geschichte schreibt. Jesus sagt, und das ist mein Abschlussvers noch, Jesus aber antwortete ihnen, Johannes 5, 17, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Und, wie wir vorher gelesen haben, und der Heilige Geist wirkt auch, dieser dreieinige Gott ist am Wirken an jedem Menschen. Er ist am Überführen, er ist am Anklopfen. Und wir dürfen Teil sein, in das Wirken hineinzukommen, wo diese frohe Botschaft, diese heilsame, wiederherstellende Botschaft einfach hinausgeht zu Menschen, die es in dieser Zeit umso mehr brauchen denn je. So, da möchte ich euch einfach ermutigen mit hinein, auch als LiveNet-Leute, wo ihr so ein tolles Werk tut und alle, die das noch hören, einfach Gott hat uns einen Auftrag gegeben, diese wiederherstellende, heilende Botschaft weiterzugeben. Und der Heilige Geist ist mächtig dran. Gott ist mächtig dran am Wirken. Amen. Amen, Bernhard. Wow. Vielen, vielen Dank für dieses. Also da ist ziemlich was dran. Also da hast du uns mitgenommen in dieses Thema, in dieses große Thema der Wiederherstellung, die bereits am Laufen ist, wo Gott dran ist. Und ich bin mega froh, den Heiligen Geist im Team zu haben, oder? Muss man nicht alles einfach selber erarbeiten, sondern wir haben da wirklich einen super Helfer, der, wie du sagst, er überführt, er klopft an, er ist dran bei allen Menschen. Wow, einfach super. Danke vielmal, Bernhard Mössner, dass du diesen Gedanken mit uns geteilt hast heute Morgen. Und wir werden jetzt noch austauschen dann in den kleineren Gruppen. Und in diesem Moment, wer wieder mal dabei sein möchte, auch live hier direkt, kann einfach auf livenet.ch/pause gehen und dann ist man hier im Meeting dabei. Allen einen schönen Tag und tschüss.